Konnichiwa. Twitches. Was wollte ich tun? Wir wollten abhauen. Genau. Wir waren hier fertig. Chloe, are you okay? I'm glad things worked out okay with Frank. It's nice to have one less enemy in Arcadia Bay. Amen to that. Ich glaube, wir machen. Weil jetzt. Better focus on this board and start tying these clues Max, together. Max, ich rede gerade mit meiner eigenen Gedankenstimme. Frank hat geschrieben. Was soll ich jetzt sagen? Ich glaube, wir machen im September oder November. Nee, September. Was kommt? Im Monat danach. Ich bin ein bisschen dumm. Machen wir mal einen Run, wo wir immer so die gegensätzlichen Entscheidungen getroffen haben. Das heißt, statt mit Warren irgendwie Abe zu gehen, ne, küssen wir dann Chloe und wir bringen den Typen und seinen Hund um, auch wenn mir das dann echt schwer fallen wird. Wir lassen dann halt auch die andere Chloe, die Rollstuhl-Chloe, leben. Ich weiß nicht, ob das überhaupt eine Konsequenz haben wird. Ich meine, das war die einzige Entscheidung, oder? Das war die Lass mich doch mal denken, ohne mir dauernd reinzuquatschen, Mann, Mädels. Ich weiß, dass ich an die Sache da gehen soll, aber ich muss doch, ich will doch erstmal reden und gucken. Lass mich doch. Sorry, we got Frank on our side without using you. Ja. Ich hätte interessiert, was passiert, wenn Frank die Waffe noch hat. So, weil so langsam bin ich da so drin, dass ich die ganzen Alternativen kennen will. Das ist fürchterlich. We've printed everything we need. Now it's time to focus on the big board. Geprintet? Womit denn? Ach, da ist ein tatsächlich. Chloe's on a roll to find more clues about Rachel now that we're so close. Mach mal Mucke an. Bright Eyes, Sparkle Horse, Amanda Palmer. Sind das echte Lieder? Kann mir mein Chat mal kurz sagen, ob das echte Lieder sind und welches davon das beste ist? Also ob man die vielleicht kennt vom Soundtrack oder so? Ob die schon mal liefen? Ich will nämlich ein gutes Lied haben. Welches Lied soll man nehmen? Sagt mal. Mal so ein bisschen die Stream-Sache noch nutzen, ne? Dim, 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 dim. Trotzdem hat man 11 Monate. September, November, Dezember. Ja, Oktober, Mann. Oktober. Bright Eyes ist eine Schnulze. Also fällt das raus. Die sind alle schlecht. Sind alle aus den Anlagen vorher. Sparkle Horse! Ja, mal Sparkle Horse. Das hat mir nämlich irgendwie auch gefallen. Ah, das war das! Ja, das ist schön. Das hat mir gefallen. I'm so glad you're working with me on this. Da hat Chloe so schön getanzt zu. Okay. Frank's clues. Gather info on a character by selecting all the correct clues. For each section, there's a specific number of clues to select. Let's look at Frank's drug deals during the week of the party. Drug was? Ach, okay, so rum. Was ist das? There's no doubt she loved him in some way. Also, was being a monster. Ach, das hatten wir schon mal. Aber das. Wir sollten rausfinden, was in der Vortex Club. Rot must stand for Rottweiler. That does fit Nathan. Rotten. Rotten. Okay, wen haben wir da? Katie ist ein Chihuahua. Wer ist denn Katie? Nacho, Joseph, Mick, Stella. Stella? So, Simon, Logan kennen wir auch.
Justin, der Beagle, das passt zu ihm. Chloe ist Bulldogge. Bruce ist ein Yorkshire. Johnny ist ein Mops. Das würde ihn freuen. Glenn und Tonk. Glenn, sagst mir irgendwas. Vielleicht bilde ich es mir auch ein. Was so, war da? What happened to Rachel after this? She dumped Frank, but I don't think he would hurt her. Kommt mir auch bekannt vor. Frank is for sure the local dealer, but I doubt Rachel was carrying drugs for him. Right? A drug mole. Okay. Das ist wahrscheinlich das Interessante, huh? Frank's account book. But the client names are encrypted. Ja, aber das macht ja nichts. Wir haben doch hier. Schau mal, selecte doch mal das und das. Yes, the game is on. Verdammt. Now, talk to us, account book. Tell us everything. Ich wollte die Fotos noch anschauen. I can see you know how to rock that big board. Mach ich gut, ne? Jetzt die Musik aus. Will wieder Musik haben. Mach mal jetzt mal das da. Ja. So, hier machen wir weiter. Let's see if I can find any deal Frank made with Nathan or the Vortex Club. Warte mal, wonach müssen wir gucken? Okay, Max. Remember these names and see how Nathan fits in with all this. Wir brauchen Nathan war wer nochmal? Rot. Look. Frank sure is keeping his customers satisfied. Boxer, Bulldog, he could open a store. Hier haben wir Rot. GHB, also K.O.-Tropfen. 3 Gramm. Am 30. um 10 Uhr abends. Everybody in Arcadia Bay must be high. That explains a lot. Aber dort, nee, da haben wir nicht. Ah, nee, nicht selecten. Looken. If Frank applied this kind of detail to his life, who am I to talk? Was? ADHS? 5 Pillen? Also Ritalin oder was? Alter, der hat auch alles, oder? Was ist denn Thai-Stick? Kokain und Acid? Firebud? Was? Was ist denn das für ein Zeug? I wonder what dog name Frank would have given me. Hier ist wieder Rod. Am 7.10. Kokain. 2 Gramm, $150? Ich meine, ich habe keine Ahnung, was Kokain so kostet, aber das ist echt. Hab ich? Dann haben wir nochmal Rod. Da haben wir sogar dreimal. Was ist Molly? Molly und Gras. Und Skido Acid. Aber das die K.O.-Tropfen sind ja eigentlich das Interessantere. Hättest du in der Schule besser aufgepasst, wüsstest du nun, wie die ganzen Drogen heißen. Ja. Sowas lernt man in der Schule. I'm getting a contact high just reading this. Okay, da haben wir nicht. Two deals with Nathan on the same day? Ja, party drei. Supplies, no doubt. Da hat er 5 Gramm. An welchem Tag war die Vortex-Party? Firebird, Speed und Kokain. Alter, Alter. Oh, $900! War bestimmt sein bester Kunde, ne? Alter, der hat einfach mal $1150
an einem Tag rausgehauen für Drogen. Ja. Okay, da kann ich nur looken. Aber da hatten wir ihn. Beagle, Chihuahua, Boxer. Da nicht. Bulldog, Beagle, Dachshund. Da haben wir ihn. Und ich glaube, hier hatten wir ihn auch. Husky, Chihuahua, Beagle, Dachshund. Nee. Hier haben wir ihn noch. Oh, yes. These are all the times and places for Frank and Nathan's deals. That's it, Max. Okay. Und da kann ich noch nichts machen. Okay. Die nächsten Clues. Thanks to David's own investigation, I should be able to find out what Nathan did during the party's week. Ja, aber erst wenn ich wieder Musik angemacht habe. das da. Okay. David should have done way more than take photos of Kate. Das ist richtig. I hope in this case that David has good tracking skills. Okay, das kennen wir schon. Hm. Maybe he was trying to help Kate in his own messed up way. Das hatten wir auch schon. Does David know what's going on with Rachel, or is he just paranoid about everybody? Look at all these license plates. I hope he was tailing Nathan. Das sind verschiedene. Das ist Nathans Karre. You need to get rid of these damn cameras, David. Of course, I'm a suspect. Proving David sucks as a detective. Sorry. Wie das Spiel plötzlich Sherlock wird. Gut, dass Trollin auch damit Erfahrung hat. David really has been on Rachel's ass for a while. She should have been upset. Ihr Süßen! Ihr könnt mich doch jetzt nicht raiden. Ich bin doch im Live-Let's Play. Da kann ich doch nicht drauf eingehen. Hey, danke. Jetzt bin ich voll raus. Ich mache jetzt mein Handherz. Weil sich das so gehört. Und jetzt höre ich auf. Guten Morgen, übrigens. Ihr Totengräberchen. Jetzt muss ich grinsen und kann mich nicht mehr konzentrieren. von wem ist das? Ich habe keinen Schimmer. At least David was finally going after the right suspect. Dankeschön, Undertaker. Dankeschön. Das, ja. Deswegen mag ich keine Live-Let's Plays machen. Ist immer schwierig. Boah, es wird langsam echt wieder warm. Übrigens. Okay, ich habe keine Ahnung, wonach ich hier gehen soll. Die License Plates. Hiermit. Hä? Hiermit und damit? And that's all she wrote. Please let me find some clues about Nathan. Oh, so richtig? Ich bin halt ein Sherlock. Man kann es nicht anders sagen. How do I find out which car is Nathan's to match the coordinates? Puh. Ich würde sagen, erstmal Bilder angucken. I'm glad Warren got his revenge. Schon irgendwie. There's Nathan dealing to the kids right out in the open. Da ist kein Auto drauf. Of course Nathan drives an SUV. Overcompensating, as usual. That's definitely Chloe's car. Das ist richtig. Interesting. Is this Nathan's car? Ich weiß es nicht.
Wowzer. This looks like an expensive machine. Who does this car belong to? Das sieht genauso aus wie das andere. Oder? 4x4? 4x4, das ist dasselbe Auto. Nur einmal mit kaputtem Licht. Ich glaube, das ist Nathans Car, weil die haben dann auch verschiedene... Warte mal, wir hatten Twilight Zone und Six Feet Under. Look. Yep, another car David was tracking. Twin Peaks. Das war aber Chloes Auto. Who else was David tracking here? Was ist denn Tipp für zu Glück? Das sind ja alles Serien. Was ist das für eine Serie? Ich komme nicht drauf. Sagt ihr es mir? Why the hell are you following these people? And Twilight Zone? To where? Undertaker, damit hast du nicht gerechnet. Ist nicht schlimm. Nicht. Ich mache das ja auch nur bei dem Spiel. Sonst mache ich das ja nicht. Und Six Feet Under. Also, selecten. Those clues are not related. Why? Halt! Erstmal machen wir wieder Musik an. Das ist so kacke ohne Musik. Sparkle Horse. Okay. Was haben wir da? Twilight Zone. Und das hier war auch Twilight Zone. Und das da. Come on. Deduce Nathan's license plate number, then match it up with the coordinates. Oh, Moment. Es ist das andere. Deselect, deselect, das hier und das hier. Oh yes, now we're finally getting somewhere. Chloe, let's plug in these numbers and see if they lead to an actual address. Aye, aye, Captain. Here we come, Rachel. Die sind echt krass drauf, die beiden, ne? Hallo? Ah, okay. I have to analyze Nathan's messages. Okay. What could help me unlock this phone? Das Phone. Ich gehe erstmal alles nacheinander durch. There's a lot of numbers in here. Okay, student information sheet, brief summary, Nathan Prescott continues, this is our legacy, academic record, ja, er ist halt ganz toll. This is the Vortex Club party where Nathan drugged Kate. Did he do the same thing to Rachel at another party? Vielleicht ist das wichtig. If there is a dark room, we better find it. It's a good thing Chloe slipped all these files on her flash drive. Holy shit. Nathan is seriously unhinged. But those numbers might be useful. Na, 9... Ist das eine 9 schon, ne? 9535 ist eingekreist. There has got to be some good shit in his phone. I just need the code to unlock it. Ja. Na, wobei... Stopp. Agile. Ich wollte das deselecten. Erstmal noch das da angucken. Oh, so busted. It's good to see the Prescotts can't cover up all their tracks. Mhm. Hat die Klassen gestört. Obwohl er gewarnt wurde, bla bla bla. Due to a crude outburst in Mrs. Hoyters Intro to Literature class on Tuesday, bla. Nathan was sent back to his dorm for the day without a proper write-up for his files. Nathan was in dorm for his ja. Hat das was dann. Das hilft mir ja nicht mit dem Handy. Hab ich die überhaupt schon angeguckt? Couldn't hurt to give this pin code a whack.
1111. Selecten? Max, there is no logical link between okay. those clues. Also vier. Okay, Max, let's blow this code up and go home. Das war Zufall. Let's start hacking. Oh. Nathan hat geschrieben. Get ready to fucking die, bitches. Alles klar. Wenn der wüsste, was wir gerade machen. Ach nee. Okay, kann ich denn jetzt... Unlock. Oops. Bad code. Okay, was hatten wir noch? 9. 5. 3. Yeah, I knew it wouldn't be that easy. Was haben wir denn noch auf dem Papierle stehen? Warum ist das eine rot? 9988? 9988. You locked it, dumbass. Wie? Enter Puck. Ja, das ist ja praktisch. Haben noch den Puck. Ach du Schande, den muss ich mal aufschreiben. Das kann ich mir nicht merken. Hey, Zettel. Hey, Stift. 8, 7, 8, 9, 7, 8, 0, 8. Warum mache ich das denn so? 8, 7, 8, 9, 7, 8, 0, 8. Booyah! Let's find out what Nathan Prescott has been trying to hide. Merkt ihr unbedingt den Code in Rot? Warum? Hab's doch jetzt. What up? Need the G. Okay, cool. Bitch, you sold me water, asshole. Was? Mit wem schreibt er da? Come down, bring it to me. Bring it, stay away. Pigs on the beach. Ist das, also blaues Frank, rotes Nathan? Sehe ich das gerade richtig? Man sieht halt nicht, wer da schreibt. Yes. This is all about Nathan trying to score for the Vortex Club party. New home party tonight, home. On the way, load the ball. Nathan was jonesing hard the night of the party. He didn't have enough drugs. Okay. Drug dealer drama. Peruvian flake? What? You're paying my prices. Das haben wir 20 Minuten später dann noch mehr gebraucht? Bist du daheim? Ja, nicht kommen. Verpiss dich. God, Nathan. You're out of control. Das ist echt krass. So it was you. Now I can officially call you a psycho stalker. No, Nathan, it's time for you to watch out. Asshole. Your feminazis will be exterminated. Watch Is out. Is this from Nathan's father? That's brutal. Still contact me at work. I've told you this before, and being high is not an excuse anymore. This is a business, not just a hobby. You want me to treat you like an adult who can get things done on his own? Impress me. I'd like nothing more than to be proud of you.
I'm not there yet. Oi, oi, oi. Das ist... Ich würde auch einen Haufen Geld für Drogen ausgeben, wenn es Papas Geld ist und ich meinen Papa hasse. Cool. Haben wir jetzt alle... Können wir jetzt erstmal wieder Musik machen. Es ist einfach... Es ist mir zu ruhig. Ich will da... Was war denn lustig? Das war noch cool. Ach, eigentlich sind sie doch alle schön. Take a breath, Max. Go through all this data and you can find out where Nathan took Kate after the party. Okay. Look. Hey, okay, warte, die Party war am 4. Das heißt, wir brauchen bestimmt... Das ist vom 4. Und das ist vom 4. Beziehungsweise das hier war es, oder? Party tonight. Warte mal, das war um 5 Uhr PM. Das war um 10 PM. Ich glaube, das ist das, was wir brauchen. Was haben wir da? Moment, was hat er da bestellt? Beziehungsweise wie viel Uhr? 10. Nee. 10. Ach, das ist auch das falsche Datum, 30.09. Das ist der 4. Aber das ist nicht die... Das sind nicht die K.O.-Tropfen. Wo haben wir denn die K.O.-Tropfen? Das ist auch wieder das Falsche. Also es ist das hier. Genau. Hier nämlich. So, und was haben wir da unten? Was Frank meeting Nathan at the junkyard? Ach, okay, das sind die Orte, oder was? That beach is like Frank's main office. Ah, das hat er doch dazu geschrieben, oder nicht? Look. You have a card in red. Give me this. Okay, er ruft an. Ah, ist schlecht. Er anruft, ist schlecht. Ah, dann wissen wir ja nicht, wo das war. Um 11 p.m. am 10. Okay, das heißt, wir gehen hier jetzt alles durch. No doubt that Nathan stays in his dorm room. So, he could be hiding clues there too. Das ist es nicht. Not much out there. 4. Das könnte es aber sein. Das kommt von der Zeit her hin. 4.10. gegen 11. Nehmen wir das mal. Chloe, this is definitely the place. Let me dig up some more clues here. Nope. Nothing, Max. There's nothing here. It's a shitty old barn. Let's keep searching and find out who owns this haunted barn. I'm on this. Hold on. Somebody named Terry Aaron Prescott. I'm shocked. Should we call the police? Fuck that. You know the police here are like Nathan's private security, right? That's so messed up. As you've noticed, this whole town is messed up. We can't trust anybody. Except each other. So we have to go out to that farmhouse by ourselves. I was afraid you'd say that. We could call Warren since he kicked Nathan's ass. It's just the two of us, nobody else. And I'm not scared at all. You have the power. I feel like we're this close to finding Rachel. We have to find her, Max. We will. But remember, my power isn't infinite. We still have to be careful. Do you hear, Chloe? Yes, sir.
Angry, guten Morgen. Hallo. Na? Leute, ich muss doch einen Cut machen. Holy shit, this is scary. I know, but we're here. Let's go find the best way in. Whoa, check this out. Fresh tire tracks. Dude, somebody was just here. Then we need to get in that barn. Cool, dann mache ich hier jetzt kurz meinen Cut für YouTube rein. Liebes YouTube, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Wir singen. Jetzt habe ich gerade noch dran gedacht, Start zu drücken, ne? Ich Fuchs.